wurde von einer internationalen prominenten Jury zum Hausmann des Jahres gewählt. Ja, weil ich der einzige der Kandidaten war, der auch Gedichte schreibt. Und was bezwecken Sie mit Ihren Gedichten? Ich will Kritik üben. Ich möchte ausbrechen aus meinem kleinen Hausmann-Dasein und den Hausmännern zu Hause zurufen, das selbstreinigende Backrohr ist nicht alles im Leben. Dann dürfen wir Sie jetzt bitten, Herr Hebenstreit, uns eine kleine Kostprobe Ihrer Dichtkunst zu geben. Ja, ich schreibe aber nur über den Haushalt, ich weiß nicht, ob es Keine Angst, wir werden es schon aushalten. Mein erstes Gedicht ist an meine Frau gerichtet und heißt Marie. Du kommst von der Arbeit heim, Marie. Noch einmal, ja. Du kommst von der Arbeit heim, Marie. Der Wasserhahn tropft noch immer. Das Essen ist kalt, Marie. Und wie? Ich mach gleich das Kinderzimmer. Das Staubsaugerkabel ist durchgebrannt. Die Waschmaschine rinnt. Leise. Der Kühlschrank ist leer, Marie, und wie? Vielleicht eine Eierspeise? Steig nicht auf den Rollstuhl dort, Marie. Du könntest dich dabei verletzen. Ich bin nur ein Mann, Marie, Cherie. Und dabei durch nichts zu ersetzen. Großartig, Herr Hebenstreit. Vielen Dank. Sie haben uns wirklich einen tiefen Einblick in die Seele eines Hausmanns gegeben. Ich habe noch ein zweites. Das ist auch sehr interessant. Das heißt, wer hat den Klarspüler ausgetrunken? Leider ist unsere Sendezeit sehr beschränkt. Vielen Dank, Herr Hebenstreit, für Ihr Kommen. In unserer nächsten Sendung, das außergewöhnliche Schicksal, präsentieren wir Ihnen Frau Hertha Lehner, die von ihrem Hund dressiert wurde. Guten Abend. Ich setze mich an einen anderen Tisch. Klein sitzen. Bin Ihnen Ihr Joghurt nicht neidisch. Aber mir wird schlecht, wenn ich Ihnen zuschaue. Mir wird schlecht, weil ich mir noch in den Spiegel schaue. So viel fressen ist doch schädlich. Und außerdem kostet sein Vermögen. Schädlich vielleicht, aber gegen's Hungern ist es spottbillig. Mahlzeit. Mahlzeit. Zwei CO2 Bäder. Zweimal Chlorophyllgrün zum Schaum und ein Bienenstich. So, macht alles zusammen. 21.000 Schilling, bitte. Hier die Abrechnung für die erste Kurwoche, mein Herr. Geh. Bitte, das müsse ein Irrtum sein. Speisen und Getränke, das gibt's nicht. Ich habe null Diät gehabt. Eben. Hat sie eine Woche nichts essen und nichts trinken, kann doch nicht 10.500 Schilling kosten. Also nichts, was nichts kostet, mein Herr, nicht? Bitte, um dieses Geld kann ich nebenan im Grand Luxus Hotel eine Woche zu dritt schlemmen. Ja, aber nicht 3 Kilo abnehmen wie hier. Bitte, da hat mich doch jeder Kilo 7.000 Schillinge gekostet. Zunehmen wäre natürlich preiswerter. Hätten Sie eben daheim Diät gelebt? Habe ich. No? Eine Woche lang nichts als Steaks. Ist auch nicht billig. Na und, was ist herausgekommen? Ein traumatischer Rinderhass. Und dafür gibt's Psychiater. Wo ich? Der hat gesagt, ich soll auf Eier umzotteln. Eier? Eine Woche lang nichts als harte Eier. Gallenkolik. Haben Sie eine Hühnerfarm? Bitte reden Sie nicht von Hühnern. Wieso? Essen Sie so viele Eier? Ich wollte abnehmen. Kennen Sie die sicherste Methode, um schlank zu bleiben? Nein. Nicht zunehmen. Ich schwöre auf natürliche Methoden. 2 Kilo Wasser verloren. Wer Saldo jede Woche 1 Kilo zugenommen, macht alles zusammen 40.000 der Schaden. Und da hilft nur Hunger. Petzi, bitte, wo kann man heutzutage noch hungern? In Indien. War ich schon. Eine Woche 4 Kilo abgenommen. Nur wie das?
Darmgrippe. Indischen Essen. Und der Flug Wien-Bombe Wien macht weitere 30.000 inklusive Vollpension, hab ich der Kilo 7.500 Schilling kostet. Stimmt. Gereizte Inflation. Der amerikanische Ex-Präsident Jimmy Carter schwört auf Jogging. Der Jimmy! Na, was ist aus ihm geworden? Ja, schlank ist er. Ich habe gejoggt. No? Dreifacher Splitter und Drehbruch. Hey, sagen Sie, sind Sie nicht der mit den vielen Eiern? Nicht mehr. Schade für Sie. 4 Wochen Aufenthalt. Inklusive Verdienstengang, alles zusammen, runde 40.000 Schaden. Prost. Moment. Die 4 Kilo von Bombe habe ich auch wieder um. Das macht alles zusammen 125.000 Schilling. Ja. Sie müssen ein reicher Mensch sein. Gewesen. Mein Bankkonto ist abgemagert. Kann mir das Hunger nicht mehr leisten. Ich fresse aus Sparsamkeit. Sie haben mich überzeugt. Sie gestatten. Sie haben recht. Fressen ist doch die billigste Lösung. Was ist denn beim Boxen das Wichtigste? Gegner kommen lassen, ne? Und nach Möglichkeit ausweichen. Herr Resnicek, Sie schreiben, dass das Boxen bei Ihnen keinerlei körperliche Schäden hinterlassen hat. Können Sie die Frage nochmal wiederholen, hier auf den Urschlag? Ob Ihnen das Boxen körperlich geschadet hat? Na, das hat man nicht geschafft. Herr Resnicek, hatten Sie jemals eine schwere Kopfverletzung? Spüren Sie das? Da bin ich einmal in der Kabine vom Massagebett weggeflogen. Es war aber noch weit vor dem Kampf. Ne? Herr Resnicek, in Ihrem Buch steht aber, dass Sie mehrere Male K.O. gegangen sind. Wer sagt das? Sie. In Ihrem Buch schreiben Sie auch, dass Sie öfters Gedächtnisausfälle haben. Ist das richtig? Nein. Kann man an jeden meiner Kämpfe erinnern. Ne? Zum Beispiel... Notfalls können Sie ja in Ihrem eigenen Buch nachschauen. Welches Buch? Sie sind also der Meinung, dass das Boxen auf die geistigen Fähigkeiten des Boxers keinerlei Einfluss haben? Absolut nicht. Ich meine, es wird zwar fälschlicherweise immer behauptet. Ne? Ja. Herr Resnicek, vielen Dank für Ihr Kommen und viel Glück für Ihr Buch. Welches Buch? Meine sehr geehrten Damen und Herren, in unserem Seminar für angewandte Poesie und rhythmische Begleiterscheinungen, im Volksmund Kurt Hitt Akademie genannt, kommen wir heute zum eigentlichen Problem. Wie erzeuge ich einen Ohrwurm? In der Vergangenheit war das ein trauriges Kapitel. Da setzte sich irgendein Texter, sagen wir mal Goethe, hin und schrieb ein Gedicht. Jahre später kam dann ein Musiker, sagen wir mal Schubert, und machte dazu eine Melodie. Wieder Jahre später kam ein Sänger, sagen wir mal Hermann Prey, und nahm das Ganze auf Schallplatte auf. Und was ist dabei herausgekommen? Das Heideröslein. Heute zieht ein Liedermacher blitzschnell seine Gitarre. Und ehe man noch um Gottes Willen sagen kann, gibt er schon einen neuen Hit von sich. So heißt es denn auch heute, Mundwerk hat goldenen Boden. Aber gehen wir systematisch vor. Der kreative Grundstock jedes Liedermachers ist das Wort La. Das ist sozusagen das Pfund, mit dem er wuchern kann. Im fortgeschrittenen Stadium, das gibt es auch, das nennt man Schlager für Fortgeschrittene, wird ihm natürlich das La alleine nicht genügen. Er möchte noch mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und daraus entstand das schöne Lied La Mer. Der positive Eindruck des Wortes La lässt sich noch verstärken, indem man es wiederholt. Wie zum Beispiel La, La, La. Es kommt ganz darauf an, wie oft es einem einfällt. Früher, meine sehr geehrten Damen und Herren, sang man auch sehr gerne Tra-La-La.
aber ehrlich gestanden, das Drrr ist völlig überflüssig. Es sei denn, man verwendet es bei Drrr-Drrr-Nenning. Auch das Wort Trullala, das sich von der schwäbischen Eisenbahn herleitet, wird nur mehr in antiquierten Schlagern meist englischen Ursprungs gesungen, wie zum Beispiel Trulafe, Trulafe. Und noch eines, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Abschluss. Dass eine Platte gespielt werden kann, dafür ist es unbedingt notwendig, dass sie in der Mitte ein Loch hat. Und damit wissen Sie genug, um Erfolg zu haben in einer Branche, in der die Löcher den Ton angeben. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Oft ist es ein Wort, das uns in Stimmung bringt. Oft ein kleines Lied, das irgendjemand singt. Eine kleine süße Melodie. Und du bist vergnügt und weißt gar nicht wie. Oft genügt ein Gläschen Sekt. Und du lachst und hast plötzlich dein Herz entdeckt. Denkst du dabei still, das wär fein, einmal wirklich wunschlos glücklich sein. Oft genügt ein Gläschen Sekt und du lachst und hast plötzlich dein Herz entdeckt und du fühlst, es gibt kein Zurück. Und versinkst im Glück. Oft ist es ein Glas, das uns in Stimmung bringt. Oft ein kleines Lied, das irgendjemand singt. Und du sagst dir heimlich, Entschuldigung, das wär nett, wenn doch dieser Traum nur bloß kein Ende hätt. Oft genügt ein Gläschen Sekt und du lachst hast plötzlich dein Herz entdeckt. Denkst dir dabei still, das wär fein, einmal wirklich wunschlos glücklich sein. Oft genügt ein bisschen Sekt und du lachst und hast plötzlich dein Herz entdeckt. Und du fühlst, es gibt kein Zurück. Und versinkst im Glück. Oft genügt ein bisschen Sekt. Und du lachst und hast entdeckt. Und du fühlst, es gibt kein Zurück und versinkst im Glück. Prost! Ooh.
Nachdem das Zölibat gefallen ist, hat sich Helmut Zink für die Papstwahlen beworben. Herr Professor Egger wurde von einer Tageszeitung zum schlechtesten Schauspieler des Jahres gewählt. Herr Professor, wie kam das? Wie kam das? Ja. Ich kann mir keinen Text merken. Ja, das ist in diesem Beruf natürlich etwas problematisch. Herr Professor, wie sind Sie überhaupt zum Theater gekommen? Zum Theater bin ich auch gekommen, ja. Hier. Ich habe den Nureyev gesehen und gewusst, dass ich nicht tanzen kann. Ich habe den Pavarotti gehört und gewusst, dass ich nicht singen kann. So wurde ich Schauspieler. Herr Professor, welche Rollen spielen Sie denn nun vorwiegend? Vorwiegend? Vorwiegend ist ein Stichwort. Vorwiegend am Theater. Ah, ja, Entschuldigung. Vorwiegend kleine... mit wenig Text. Ja, Herr Professor, verraten, ja, und dann, Herr Professor, aber schließlich und endlich zum schlechtesten Schauspieler des Jahres gewählt zu werden, das ist ja auch etwas, nicht? Das ist auch etwas, ja. Das habe ich sehr. Ich bin sehr dankbar, immerhin hat mir diese Auszeichnung zu einer gewissen Popularität verholfen.